Es ist kein Nicht, es ist also nicht ein Nichtzeichen, also ein bisschen schwierig jetzt zu erklären. Es ist auf jeden Fall kein Space oder ein sonstiges, sondern es ist ein Zeichen, aber ein Zeichen, was nicht dargestellt wird. Und deswegen müssen wir hingehen und den Song beziehungsweise das Ende des Songs erkennen und alles andere muss gelöscht werden bei der Übergabe. Und das machen wir in einem Einzelschritt. Song gleich Song Trim und dann eben VB 0 Char. So, jetzt haben wir hier eben die Anweisung. Zum einen werden 30 Charakter in den Song geschoben und dann sagen wir, jeder sogenannte Null-Charakter oder jedes sogenannte Null-Zeichen, das ist aber jetzt nicht vergleichbar mit einer Null, weil eine Null hätte er uns ja angezeigt. Ja, aber dieses sogenannte Null-Zeichen, das ist ein Zeichen, was nicht angezeigt wird, was aber da ist, das soll er eben mit diesem Trim-Befehl löschen. So, wir könnten das jetzt natürlich im Nachhinein, wenn wir den Code, sage ich jetzt mal, ein bisschen verfeinern, diese zwei Zeilen hier zusammenfassen. Aber für diesen Moment lassen wir es jetzt mal so. So, und natürlich machen wir das Gleiche auch für die anderen beiden. So, bis auf natürlich die Tatsache, dass wir hier den Artisten haben. Der muss dahin und hier muss das Album dahin. So, jetzt lassen wir alle drei Tags, die ausgelesen werden. Nehmen wir das mal weg hier. Die lassen wir alle trimmen. So, und wenn das jetzt funktioniert mit diesem Trimmen, dann sollte hier ordentlich ein Ergebnis bei rumkommen. Schauen wir mal nach. Scannen und nochmal scannen. So, und das war der Fehler. Jetzt haben wir nämlich ein You Know My Name eingefasst in Aprostoff. Und auch unten unser Dateiname ist jetzt zum ersten Mal wirklich korrekt. Denn am Ende würde die Datei landen bei itemp2temp und dann Chris Cornell Bindestrich, genauso wie wir es spezifiziert haben. Und dann You Know My Name. Punkt MP3. Also das wäre schon okay so. Was wir hier natürlich, sage ich jetzt mal, noch beachten müssen, ist, es kann theoretisch sein, dass ein MP3-Tag Zeichen beinhaltet, die als Datei Zeichen nicht erlaubt sind. Zum Beispiel, wenn aus irgendeinem Grund ein Backslash in unserem Dateinamen bzw. in dem Künstlernamen oder in dem Liednamen wäre, was wir dann hier eben als Dateiname umfunktionieren. Das würde dann natürlich in die Hose gehen. Das heißt, da müssten wir im Falle des Falles am Ende noch eine Sicherung einbauen, dass wir sagen, hör mal zu, diese und diese Zeichen, die dürfen nicht drin sein. Falls sie drin sind, lösch sie vorher. Ja, machen wir jetzt aber mal nicht. So, nachdem wir gesehen haben, dass das hier also funktioniert, können wir hier diese Geschichte rausnehmen. Wir müssen uns ja auch bei der Weiterentwicklung noch darüber Gedanken machen. Wir lesen hier drei Tags aus. So, zum Beispiel das Album. Das wird ausgelesen, es wird aber nachher zurzeit jedenfalls im Dateinamen gar nicht verwendet. Was wäre, wenn mal einer dieser Tags, wir benutzen ja zurzeit nur Song und Artist in unseren Dateinamen, was wäre denn jetzt, wenn jetzt einer davon leer wäre? Zum Beispiel, ja, dass der Song leer ist, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber dass der Artist leer ist, aus irgendeinem Grund. Dann könnte man hingehen, if Artist gleich leer, dann Artist gleich Album. Dann nehmen wir den Album-Tag und setzen den in den Artisten-Tag. Das könnte man machen, damit man auf jeden Fall ein Leerzeichen vermeidet. Aber es könnte natürlich auch sein, dass mal alle drei Tags leer sind. Dafür müssten wir dann auch nochmal eine Sicherung einbauen. Außerdem könnte man in der Weiterentwicklung dem Benutzer auch die Möglichkeiten geben, zu entscheiden, wie soll denn deine Datei am Ende benannt werden? Mit dem Lied oder dem Artisten oder dem Künstler oder mit dem Album, vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge oder nur das Lied. Ja, das müssen wir dann eigentlich im Nachhinein oder beziehungsweise in einem späteren Video alles noch flexibler gestalten. Hier aber jetzt erstmal nur grundsätzlich die Funktionsweise. Also, wenn er die Datei gefunden hat, File. Punkt Copy
Und jetzt source ist ja listbox1.txt, das wissen wir. Und Ziel ist jetzt hier oben. Copy, paste, Klammer zu. So, dann kommentiere ich das jetzt hier nur mal aus. Die Anzeige brauchen wir nicht mehr. Und am Ende dann noch file.delete. Und zwar listbox1.txt. Ja, das heißt also, erst wird die Datei kopiert und dann wird sie gelöscht. Machen wir den Test. Scannen. Okay, hier kriegen wir natürlich jetzt kein Feedback mehr. Müssen wir in unseren Commander schauen. So, da ist unsere Datei gelandet im iTemp2Temp-Verzeichnis, genauso wie sie soll. Das ist korrekt. Und hier unten ist sie allerdings nicht gelöscht worden. Da ist sie immer noch drin. Da müssen wir nochmal in den Code schauen. Und ich denke mir mal, den Fehler, den wir zurzeit noch drin haben, ist, wir öffnen ja hier oben öffnen wir die Datei, damit wir sie lesen können. Und hier fehlt noch jede Anweisung, dass wir die Datei auch wieder schließen. Das heißt, in dem Moment, wo hier der Löschbefehl kommt, haben wir sie streng genommen, beziehungsweise unsere Anwendung, die Datei immer noch in der Hand. Das heißt, die müssen wir vorher schließen. Also fs close, damit der Filestream wieder geschlossen wird. Ich denke mal, das würde jetzt hier auch nicht funktionieren, auch wenn wir das jetzt gerade nicht getestet haben. Wenn ich jetzt zwei MP3-Dateien in meinem Temp-Verzeichnis hätte, weiß ich jetzt nicht, ob er die zweite überhaupt hätte kopieren können, weil er eben immer noch die erste in der Hand hat. Oder ob er mehrere File-Streams aufmachen kann. Aber irgendwann sind wir sicherlich an unsere Systemgrenzen gestoßen. Deswegen ist es schon durchaus sinnvoll, Datei öffnen, lesen, schließen und dann eben kopieren oder eben ignorieren. Wenn es keine MP3-Datei ist. Also, zweiter Test. Löschen wir die Datei erstmal hier vorne, weil die kommt ja genauso wieder an. Und das ist auch Fakt. Wenn die Datei schon existiert, kopiert er nicht. Also er überschreibt sie nicht. Das heißt, das ist auch noch so ein Punkt, den man noch einbauen muss, bevor, sage ich jetzt mal, wir diese Anwendung für viel Geld verkaufen können, ist, er muss prüfen, ist die Datei schon da. Und wenn da, dann eben entweder ignorieren oder eben die vorhandene Datei schnell löschen. So, also gescannt habe ich schon. Jetzt nur noch den Scan. So, jetzt wieder auf unser Zielverzeichnis. Datei ist wieder da. Und jetzt ist ja hier auch ordentlich gelöscht worden. Das heißt, das würde jetzt funktionieren. Der MP3-Scanner ist damit grundsätzlich funktionsfähig. Wir müssen natürlich noch ein paar kleine Fallstricke bereinigen. Ich hatte ja gerade gesagt, es könnte sein, dass da Dateizeichen drin sind, die Windows nicht zulässt. Und dann stürzt unsere Anwendung. Die stürzt leider nicht ab. Ich hatte ja am Anfang hier ich habe hier oben ein OnErrorResumeNext. Das heißt, unsere Anwendung wird nicht abstürzen. Die macht einfach weiter, ohne uns Bescheid zu sagen. Das heißt, sie würde nicht kopieren. Wir würden es gar nicht mitbekommen, wenn ein ungültiges Zeichen drin ist. Und der Grund, warum wir das hier drin hatten, war eben, die ersten vier Dateien hier, diese Cache-Dateien, die hält der Firefox fest. Das sind die Index-Dateien, damit der Firefox weiß, wo welche Datei liegt. Die hält der Firefox fest, die können wir nicht öffnen. Und da würde unsere Anwendung direkt abstürzen. Und damit die eben nicht abstürzt, habe ich gesagt, er soll diese Fehler einfach ignorieren. Man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, jede Datei, die mit Strich unten anfängt oder mit Strich unten Cache, wie diese vier Dateien, die wird ignoriert. Die liest du ein, beziehungsweise du schaust sie dir an, siehst, dass es eine Cache-Datei ist und dann ignorierst du sie. Dann könnte man dieses OnErrorResumeNext rausnehmen und dann würde er dann hier wirklich abstürzen, falls er ein ungültiges Dateizeichen hat. Muss man sich mal überlegen, haben wir noch genug Zeit in den kommenden Videos. Okay.